Herzlich willkommen zu der Eröffnungsfeier von der WIGA 2023. Liebes Publikum, wir freuen uns riesig, sind Sie heute da und eröffnen mit uns die wunderbare WIGA 2023. Eröffnet worden ist die Eröffnungsfeier vom Musikverein Buchs Räfis unter der Leitung von Patrick Ruppanner mit der Präsidentin Corinne Benziger, die zumindest Ihnen mitspielt. Nochmal einen grossen Applaus für den Musikverein Buchs Räfis. Wir werden im Verlauf der nächsten, sagen wir, 55 Minuten, bis am 2. dann offiziell die Wiege eröffnet wird, noch immer wieder mal Musik von Ihnen hören und freuen uns sehr darauf. Ja, wir können uns vorstellen, dass Sie sehr darauf planen, dass die Wiege eröffnet wird. 4 Jahre hat es keine Wiege mehr gegeben, darum feiern wir dieses Jahr ja ein Jubiläum, und zwar 40 plus 2. Ja, klassische Jubiläumszahl, oder? Wie man es so kennt. Und wir haben die Ehre, Sie hier dürfen zu begleiten durch die 4. Ich bin Vanessa Ledergerber und da ist der Dario Gantieni. Und Dario, du hast eh einen besonderen Bezug so zu dieser Region. Ja, in Gams aufgewachsen und natürlich früher einmal an der WIGA gewesen, vorbeikommen mit irgendwie 14, so gerne mal können in Whirlpool reinhocken, beim Whirlpool-Verkäufer, so mit Unterhosen. Es war, glaube ich, so ein verkaufsanregendes Argument gewesen. Oder auch nicht. Also nachher hat er 20 Whirlpool verkauft. Ich musste immer drin sein, das war ein Problem gewesen. Aber sonst, wirklich eine schöne Vergangenheit mit der WIGA. Auch immer viel Kugelschreiber bekommen und später dann viel guten Wein degustiert. Und einfach grundsätzlich auch natürlich die Stände angeschaut. Du, ja eher zu Rütti so aufgewachsen. Ganz ehrlich, Rema, höherer Stellenwert als die WIGA? Gefährliche Frage. Also die WIGA kennt man ja sehr, sehr gut im Rheintal. Aber ja, ganz ehrlich gesagt, bin ich natürlich vielleicht ein bisschen mehr an die Rema. Bin ich halt ein bisschen Aussenseiterin heute mit meiner dunklen Rema-Vergangenheit. Gut, aber ist ja gut. Ich meine, sie hat sich schon ein bisschen vorbereitet auf die Aussenseiterinnenrolle, oder? Das ist gut, weil du bist auch heute ähnlich in Aussenseiterin auf dieser Bühne. Bist nämlich fast die einzige Frau. Ja, da muss man leider sagen. Wir haben sehr viele Männer heute auf der Bühne, aber ich glaube, es wird trotzdem gut. Wir stellen Ihnen ein paar Sonderschauen vor, und zum Beispiel die vom Lukas Haus. Das ist ein Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit Beeinträchtigung. Da kommen heute dann 2 Lernende auf die Bühne und erzählen von ihrer Arbeit und von der Ausbildung. Und wir befassen uns auch mit dem Thema sinnvolle Abfallverwertung. Das ist ja etwas, wo uns, glaube ich, alle etwas angeht. Und wenn wir schon gerade beim Sinn sind, reden wir auch darüber, wie fest das eben noch Sinn macht, wirtschaftlich immer weiter zu wachsen, wenn wir ja, wie alle wissen, die Ressourcen eben nicht bis in alle Ewigkeiten haben. Und wir reden natürlich über das Verhältnis der Banken zu der Politik auch. Da hat es ja doch in den letzten paar Monaten etwa mal ein bisschen etwas zu reden gegeben. Machen wir heute auch noch. Unser Job ist, Dario, dass es kurzweilig wird und vor allem kurz, haben wir versprochen. Und da hat auch der Mann versprochen, der jetzt gerade auf die Bühne kommt. Und zwar ist das der Verwaltungsratspräsident Hans-Jörg Luzi. Mal schauen, ob er sich als Versprechen hält. Einen grossen Applaus! Sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter von der Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, geschätzte Aussteller und liebe Wiegenbesucherinnen und Besucher, es ist mir eine besondere Freude, Sie zur 40 plus 2 Wiege im Buchs begrüßen zu dürfen. Warum 40 plus 2? Die 40 Jahre Jubiläumfeier wäre eben 2021 gewesen. Es hätte jedoch wie viel mit Corona-Auflagen abgesagt werden müssen. Obwohl wir die ganze Messe fertig geplant haben. Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Kanton ist es doch gelungen, für unsere aufwendigen Härtefallentschädigungen rauszuholen. Aber die haben natürlich nicht den ganzen Aufwand gedeckt. Der grosse Dank, muss ich sagen, ist der Messeleitung, die uns sehr entgegengekommen ist, weil sonst hätte es uns nach dem Schluss können lupfen. Die damalige Higa in Chur hat auch einen Monat vor der Eröffnung müssen die Messe absagen. Nur sie haben von ihren Ausstellern die Aufstellergebühren eingezogen kann, haben sie aber nicht mehr zurückvergütet. Das hat natürlich ein bisschen Unmut gegeben. Und das hat zur Folge gehabt, dass unsere Gewerbevereine die Schlaue sind, gesagt, wir wollen uns absichern und haben ihre Aufstellergebühren auf ein Sperrkonto eingezahlt. Eben im Fall, wenn wir dann die Messe absägen. Und das ist dann auch passiert, dass wir die Messe absägen und wir haben alle die Einzahlungen wieder zurückgezahlt. Und damit hat es eben kein Missmut gegeben. Das Problem ist ja, dass wir alle 2 Jahre, wenn nicht Corona ist, am Essen sind. Aber die Kosten laufen natürlich genau gleich. Büromiete, Buchhaltung, Versicherung und Terz haben wir einfach.
Und darum sind wir immer froh über die jährliche Unterstützung der Region Werdenberg. Planungen für die diesjährige Messe sind 2022 in Angriff genommen worden. Wir haben auf die Erfahrung von der Messe 2019, wo wir ja aus dem Go angefangen haben und relativ wenig Erfahrung hatten, können lernen und wir haben diverse Anpassungen gemacht. Und wir hoffen jetzt, dass die Anpassungen auch entsprechend unterstrich einen Erfolg beitun. Kosteneinsparungen sind natürlich teilweise, aber wir sind natürlich auch von der Teuerung nicht verfolgt worden. Wir haben mit der Wirtschaftsorganisation Werdenberg den gleichen Ausstellerpreis wie 2019. Und das ist natürlich für uns ein kleines Problem. Die Interessen der diesjährigen Messe sind sehr erfreulich. Die WWO-Mitglieder sind sehr aktiv bei Akquisitionen gesehen. Auch bei anderen Ausstellern ist die Interesse sehr gross. Wir haben das auch am Erfolg von der Nachbarschaftsmesse, angefangen mit der Liga, den Trainer, den Zeiger gesehen, dass die Leute voll auftaucht sind und ein Erfolg sind. Wir haben eine Warteliste mit Anmeldungen. Und wir haben jetzt erst einmal müssen alle die WWO-Aussteller berücksichtigen müssen in der Zelteinteilung. Und dann, bevor ich Platz umgehen kann, haben wir können an die auswärtigen Bewerber verteilen. Da haben wir den Vorteil gehabt, dass wir dann auch entsprechend die uns bestgesinnten rauszupfen haben können. Erstmals finden bei uns auch die Swiss Skills Meisterschaften von der Zimmerleute statt. Die wären 2021 auch an der Wiege gewesen und in Folge Absage haben sie ein Berufsschulzentrum Buchs durchgeführt worden. Ebenso ist der Verein für die Abfallentsorgung mit 500 Quadratmetern mit einem sehr grossen Stand vertreten. Neu haben wir hier eine Tombola, die wir durchführen. Der erste Preis ist ein Opel Mokka, zur Verfügung gestellt von Opel Sulzer. Den kann man ein Jahr gratis fahren, inklusive Versicherungen und Benzin für 2000 Franken. Wir danken all denen, die uns die tollen Preise gesponsert haben, dass es eine sehr schöne Tombola gibt. Wir haben auch sehr viele Sonderschauen, wie zum Beispiel Sonderschau Abfallverwertung, wie aus Müll wert wird. Der Lukas Haus ist auch so ein Jubiläums. 475 plus 2, die werden auch 2021, 175 Jahre gewesen. Sie werden staunen, den grossen Stand, den sie haben, macht. Dann es gibt eine Sonderschau Holz, eine weitere Veranstaltung. Der Sonntag ist 3. September, ist recht gefüllt. Morgen haben wir zuerst Familientag, ökumenischen Gottesdienst. Dann haben wir Kindernachmittag, die Assenmeisterschaft und für die jungen 25, 23 Turnier. Am Mittwoch haben wir Seniorennachmittag, am Donnerstag ist Frauenzwelt und am Samstagabend, wenn der Zuckero-Band spielt, der Pause ist Tombola Verlosung. Die Öffnungszeiten von der Messe sind vom 1. September bis 3. und 6. bis 9. Montag und Dienstag haben wir geschlossen, das haben wir auch vor 4 Jahren circa gemacht. Das nützt speziell den kleineren Ausstellern, dass sie sich ein bisschen erholen können, Montag und Dienstag. Und es ist an und für sich gut angekommen. Grossen Dank möchte ich auch unseren Messepartner, der St. Galler Kantonalbank, der Sonnenbräu AG und dem VfA sagen. Treu zur Messe werden wir als Kompliment und Verpflichtung gleichermaßen. Nebst dem lebendigen Treiben in der Ausstellungssaal soll natürlich auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Wir haben ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das alle Genres abdecken tut, dass jeder sich hat. Von volkstümlich, Country und fetzige Musik haben wir alles dabei. Sie sehen, der Verwaltungsrat hat sich bemüht, gute Jubiläumswege durchzuführen. Ich danke allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung. Ebenso recht herzlichen Dank der Stadt Buchs für die unkomplizierte Zusammenarbeit, für die Erteilung der diversen Bewilligungen, die es für ein Fest braucht. Das ist unglaublich, was es alles braucht. Und auch unserem Bauteam, Beat Rüegsegger und René Hitz, recht herzlichen Dank.
dann, wenn sie gesehen haben, wie das eine hohe Wärme war, wo die jetzt selten müssen aufstehen, die wissen jetzt, was Wärme heisst. Gestern haben wir eine freudige Mitteilung bekommen, dass uns Frau Bundesrätin Tanitelle Sutter am nächsten Freitag um 16.15 Uhr einen stündigen Besuch abstattet wird. Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, wünsche ich einen ereignisvollen, spannenden Tag, denn ich bin mir sicher, dass das aufgestellte Messeprogramm eindrückliche Highlights bietet durch alle und dass wir da wirklich viel Freude haben können an der Wiege 2023. Nach der Veranstaltung sind Sie recht herzlich eingeladen für den Rundgang durch die Messe. Danke. Der Hans-Jörg Luzi, meine Damen und Herren, ist das gewesen. Und er hat das wunderbar gemacht. Er hat gesagt im Vorfeld, er hätte genau 7 Minuten. Ich habe extra Zeit gestoppt. Tatsächlich 7 Minuten. Ein Mann, der sein Wort hebt. Trotzdem würde ich sagen, braucht es. Ja, da ist nochmal ein Applaus wert. Für dich, Hans-Jörg Luzi. Ein bisschen Abwechslung auf die Ohren braucht es jetzt vielleicht trotzdem. Und darum haben wir für sie ganz eine spezielle Band organisiert. Sie spielen an verschiedenen Anlässen, haben 10 Mitglieder und sie machen, wie sie selber sagen, alternative Musik. Wir hören heute von ihnen Sonnenhut und Banane. Es handelt sich um die wunderbaren Musiker vom Lukashaus unter der Leitung von Michi Egert und Beat Dagsinger. Jetzt ganz, ganz einen grossen Applaus für die Band Falalenz. Jawohl, wir dürfen für euch spielen und wir dürfen genau 2 Lieder bringen. Und das erste Lied, das wir spielen, heisst... Mario? Mario, schön, wie jawohl. Herzlich willkommen vom Lukas Haus und ich wünsche euch viel Spaß in der Fallenz vom Lukas Haus. Gut. Monika, ich zähle.
das Lied über eine Frucht, eine gelbe Frucht, wo man so schälen kann. Genau, wo man sich fragt, wo gibt es die schönste Banane? Das wirst du dann auch für das Publikum, ist das der Rhythmus auch für uns? Ja. Wo gibt's die schönste Banane? Oh,
Ja, es ist eine Liga-Eröffnung begleitet von ganz viel guter Musik, Band Falalens. Es war ein Gänsehaut-Moment, als ihr hier auf der Bühne gestanden seid. Nochmal ein ganz grosses Kompliment. Wir werden alle den ganzen Tag ein Ohrwurm haben von Bananen. Nochmal einen grossen Applaus für euch. Wir wollen noch ein bisschen mehr erfahren über das Dienstleistungsunternehmen Lukas Haus, und zwar aus Sicht von zwei Lernenden. Und dazu möchte ich jetzt gerne Lisa Kaufmann und den Joris Gstöhl zu mir auf die Bühne bitten. Ja, wir möchten gerne ein bisschen wissen, was ihr denn eigentlich für eine Arbeit habt im Lukas Haus. Vielleicht kannst du mal sagen, Lisa, was machst du für eine Ausbildung? Ich mache die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung mit dem Schwerpunkt Menschen mit einer Beeinträchtigung. Was sind da so deine Aufgaben? Ja, eigentlich die Hauptaufgabe ist, so ein bisschen, eben die Menschen mit einer Beeinträchtigung im Alltag zu unterstützen, aber auch im allgemeinen Leben. Also wir unterstützen sie auch bei Sachen wie also Jobsuche oder Freizeitgestaltung, aber wie auch eben bei der Pflege zum Teil. Halt das, was die Leute brauchen, nicht mehr als die Unterstützung, die sie brauchen. Ja. Joris und du, was sind deine Aufgaben? Ja, also ich habe die gleiche Aufgabe. Also ich arbeite halt auf einer Wohngruppe, die auf dem Areal ist, und sie arbeiten auf einer Aussenwohngruppe. Tendenziell sind dort eher selbstständigere Leute. Bei mir geht es auch viel einfach um Alltagsaktivitäten zu begleiten. So etwas wie eine lebenspraktische Assistenz, also die Leute dort, wo sie Unterstützung im Alltag brauchen, die Unterstützung bieten. Und zum Teil sind das einfach auch banale Sachen wie Essen oder Duschen. Und gibt es jetzt etwas, was dir besonders gefällt an dem Job, den du machst? Etwas, was mir besonders gefällt? Ich glaube, was mir am meisten gefällt an meinem Beruf, ist die Abwechslungsreichheit. Also ich muss nicht den ganzen Tag die gleiche Aufgabe machen und arbeite nicht vor dem Computer den ganzen Tag oder muss nicht putzen den ganzen Tag, sondern ich habe ganz viel Abwechslung und habe vor allem ein bisschen das. Und sogar an die Wiege dürfen wir, ja. Wenn man diesen Job macht. Lisa, ihr habt ja eine Sonderschau vom Lukas Haus aus. Kannst du mal schnell erzählen, was sieht man denn bei euch? Ja, unser Stand ist so wie in drei Teile aufgeteilt. Am ersten Teil sieht man so ein bisschen die Vergangenheit vom Lukas Haus. Also wie es war und wie das Lukas Haus zu dem gekommen ist, was jetzt ist. Nachher kommt man in die Gegenwart. Dort sieht man zum Beispiel den L-Shop, wo wir auch sonst zu Buchs haben. Aber man sieht auch zum Beispiel, wie die Leute das selber auch machen, also die beeinträchtigten Personen, wie sie dort arbeiten und auch, dass wirklich sie das machen. Dann sieht man auch noch, wie die Ausbildung so ein bisschen aufgebaut ist. Also man kann mit uns Lernenden reden, die dann auch dort sind. Und es gibt dann zum Beispiel auch so ein Spiel, wo man kann Sachen ertasten kann. Ja. Dann gibt es zum Schluss, zum letzten Teil, ist dann noch die Zukunft vom Lukas Haus. Da sieht man vor allem ist der Schwerpunkt im Neubau, den es gibt. Dort kann man dann ein Modell anschauen, zum Beispiel, wie der Neubau dann wird aussehen. Oder wenn man möchte, kann man dann auch etwas spenden, um den Neubau zu unterstützen. Also es lohnt sich wirklich zum Vorbeischauen. Da erfährt man wahnsinnig viel über das Lukas Haus. Joris, vielleicht noch, auf was freust du dich in den nächsten Tagen? Also ich freue mich, dass ich an unseren Stand komme und ich ein bisschen von meinem Beruf erzählen kann, alle Fragen zu beantworten. Und ja. Lisa Kaufmann und der Joris Gstöhl, einen grossen Applaus! Dann gibt es, wie gesagt, noch weitere Sonderschauen hier an der Wiga. Und darüber möchten wir auch kurz etwas erzählen. Ich bitte darum, nicht einmal einen Urs auf die Bühne, sondern zweimal einen Urs auf die Bühne. Und zwar den Urs Brunner und den Urs Dörig. Du bist ja der Chef vom Verein für Abfallentsorgung Buchs. Jetzt ist ja so, zu Rütti haben wir den Hirschensprung. Zu Buchs hat man die Kehrichtverbrennungsanlage. Wie stolz ist man denn auf das rot-weisse Markenzeichen? Sehr. Wir sind sehr stolz auf das rot-weisse Markenzeichen. Es gibt Dampffahnen, die ja uns eigentlich immer das Wetter vorsagen. Oder wir haben eigentlich eine hundertprozentige Trefferquote gegenüber Meteo Schweiz. Also ist es eigentlich eine tolle Geschichte, oder? Aber Spass beiseite, nein. Also das Chemi zeigt natürlich eine 60-plus-2-jährige Erfolgsgeschichte. Wir sind vom Krustloch, wo wir eigentlich den Abfall in den Boden verscharrt haben, sind wir uns langsam am Entwickeln gewesen zu einem stofflichen und thermischen Verwerter von diesen Abfällen, die einfach übrig bleiben.
Also man ist stolz und das zu Recht. Jetzt an dieser Sonderschau hier an der WIGA wird dir gezeigt, wie aus Abfall ein Wert wird. Könntest du da ein Beispiel nennen? Ja, ich glaube, da ist gerade das letzte Wochenende ein gutes Beispiel. Das Buchserfest, ein tolles Fest, wo man noch jedem, der es nicht kennt, weitergeben kann. Es war so, dass man im Vorfeld eigentlich über das Vermeiden von Abfall, das Verringern von Abfall mit Pfandsystem und so weiter diskutiert. Dann sind auch natürlich die Aussteller und natürlich Betreiber sind aufgefordert worden, zum Abfall vermeiden. Dann ist natürlich das nächste Schritt gekommen, ja, tut man recyceln, also Aluminium, Glas und so weiter. Und alles, was dann eigentlich am Schluss übrig geblieben ist, hat der Werkhof rausgebracht zu uns. Und wir haben es dann in erster Linie thermisch verwertet, haben Energie daraus gemacht und am Schluss noch Eisen, Nicht-Eisenmetall, Aluminium und so weiter rausgeholt. Ich denke, ein sauberer Kreislauf für ein tolles Geschäft. Auch da erfahrt man wirklich wieder wahnsinnig viel, wenn man bei euch vorbeischaut. Und Abfall, wie gesagt, ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, wie mache ich jetzt die Überleitung vom Abfall zum Urs Döring? Ja, wir produzieren natürlich nicht Abfall, sondern wir brauchen das Holz. Und wenn man das Holz irgendwann seinen Nutzen hatte, dann kann man es wieder weiterverwerten. Und ich denke, bei uns, beim Holz, ist sicher der Kreislauf geschlossen. Du sagst Holz, du bist ja Experte bei den Swiss Skills. Das sind Berufsmeisterschaften, die dieses Jahr an der WIGA an 4 Tagen stattfinden. Und zwar die von den Zimmerleuten. Jetzt nimmt es mich Wunder, warum soll denn ein junger Mensch sich überhaupt für den Beruf Zimmerin oder Zimmermann entscheiden? Ja, weil es einfach der schönste Beruf ist. Was ist denn schön? Genau. Das Schöne am Zimmermann ist natürlich ganz klar, er ist sehr vielseitig. Man ist drinnen dran, man ist von außen dran. Man tut in der Werkstatt Elemente präzise fabrizieren. Man geht am Tag X im Team da aufstellen. Man sieht am Abend das Werk, das man vollendet hat oder gemacht hat. Und das ist sehr, sehr eindrücklich. Und da inspiriert sicher die jungen Leute. Und zusätzlich kommt natürlich auch dazu, wenn man mit Holz schafft, dann hat er eigentlich schon einen Haufen an die heute gelebte Nachhaltigkeit einen Beitrag dazu geleistet. Dann ist natürlich auch die Weiterbildungsmöglichkeiten bei uns sind sehr gross, vom Vorarbeiter über den Polier, über den Zimmermeister oder das nachher noch weiter, irgendwie ein Fachexperte im spezifischen Bereich. Es wird mit Handmaschinen geschaffen, mit CNC-Maschinen und das macht sich sehr, sehr abwechslungsreich unseren Beruf. Jetzt die jungen Leute, die an diesen Berufsmeisterschaften teilnehmen, die arbeiten eben hier mit Holz und machen alles Mögliche und Besucher können ihnen über die Schulter schauen. Ist das nicht ein wahnsinniger Druck, den sie dann auch haben? Ja, der Druck ist sicher extrem gross, aber der Druck ist sicher halt einfach für den Kandidaten gross, der das macht. Es ist eigentlich so, wenn die Kandidaten, die sind top vorbereitet, das sind 12 Kandidaten aus der ganzen Schweiz. Da gibt es verschiedene Szenarien, wenn man mit dem Druck umgeht. Gewisse schottet sich ab mit so Ohrenstöpseln, die man kennt, genau. Oder mit Gehörschutz und Kopfbedeckung. Und ja, sobald die Kandidaten dann im Wettbewerb im Fokus sind, dann kanalisieren sie sich auch. Und sie wissen ja, was sie können. Und ja, sie leisten sicher das Beste. Und was genau müssen sie machen? Was werden wir da sehen? Ja, wir sehen eigentlich verschiedene Dachkonstruktionen, Module, die sie dann zusammensetzen müssen. Da wird gesägt, da wird gebohrt, da wird gezeichnet. Also da fliegen die Spöhne. Und sicher bei jemandem natürlich auch ein paar Schweißperlen. Es kann auch sehr, dass am Schluss vielleicht auch noch gewisse Tränen vergossen wären. Da geht es all. Aber ja, wir sehen auch noch einen Powerblock. Wir haben drei Powerblöcke an einer Stunde zwischendrin. Der Powerblock, der ist so, der geht eigentlich eine maximale Stunde. Wenn der erste Kandidat abgeht, dann geht es noch 15 Minuten. Und das sind natürlich alle anderen Kandidaten dann gefordert. Also die jungen Zimmerleute treten da gegeneinander an. Und eben, wenn sie ein bisschen Druck haben, haben sie vielleicht die Ohrstöpsel in den Ohren und hören Musik. Und bei uns ist auch ein bisschen Druck, oder? Wir werden jetzt bald alle auf den Rundgang. Und darum hören wir auch noch mal ein bisschen Musik. Zuerst aber einen grossen Applaus für den Urs und den Urs. Döring und Brunner. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Musikverein Bux Refis, und zwar Santiano Rock von der Küste. Musik.
Der Musikverein Buchs Revis unter der Leitung von Patrick Rubaner. Und unterdessen geht es noch ja, gute Viertelstunde, bis wir die Wiga 2023 offiziell eröffnen. Und die Zeit die nutzen wir jetzt noch ein bisschen im Moment, um mal über Buchs zu reden. Buchs, es hat keinen Hirschensprung, das stimmt. Aber sind wir ehrlich, die Zrütti haben auch nichts dafür gemacht, dass sie einen haben. Der war einfach schon dort gewesen. Aber Buchs hat zum Beispiel einen Stadtpräsident. Und den bitte ich jetzt auf die Bühne, den Rolf Pfeiffer, zusammen mit dem Markus Meier vom KOI. Das ist die Fachstelle für offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. Mit einem grossen Applaus bitte auf die Bühne, den Rolf Pfeiffer und den Markus Meier. Hey, herzlich willkommen. Schön, sind ihr da. Willkommen. Rolf, sag mal, eben Stadtpräsident seit dem März, hier zu Buchs. Deine Erinnerung an Wiga, deine Geschichte? Die geht von ganz, ganz früh an, 1981, als kleiner Knirps. Kugelschreiber sammeln, Kleber sammeln, überall alles zusammengenommen, was man durfte. Nachher ist es ein bisschen strenger geworden, weniger Kleber, aber dafür ein bisschen länger auf dem Platz gewesen. Bist du kleben geblieben dann? Ja, dann bin ich kleben geblieben, ja genau. Und auch heute einfach wieder froh, dass wir wieder da sein dürfen. Aber ist nichts so schlimm gewesen, dass eben nicht zum Stadtpräsident gewählt werden immerhin? Nicht schlimmer als bei vielen anderen auch, glaube ich. Sehr gut. Du hast im Wahlkampf ja den Slogan gehabt, «Lassen, anschauen, machen». Was hast du gelassen? Was hast du angeschaut? Was machst du für Buchs? Wir sind immer noch dran. Ich darf ganz viel hören, vor allem zulassen, unseren Bürgerinnen und Bürgern. Da kommt übrigens nicht nur Schlechtes, da kommen auch sehr, sehr viele gute Sachen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, das und das passt oder ich fühle mich einfach wohl im Buchs. Also das ist einfach ein Statement, das nicht selbstverständlich ist. Dann anschauen, wie du gesagt hast, tue ich auch sehr viel, aber da ist einfach sehr, sehr cool daran, dass ich das nicht allein muss, sondern dass ich das mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Stadtrat zusammen machen. Und da schauen wir sehr, sehr genau her bei gewissen Sachen und gehen nachher auch weiter zum Machen. Und es ist heute schon mal erwähnt worden, ein ganz gutes Beispiel, was wir so hinten machen, ist einfach der Verwaltung nachher weitergeben, die machen. Der Werkhof macht und schlussendlich lassen wir uns überraschen, was die Stadt Buchs oder ihr Personal hat können einfach im Hintergrund machen für die Messe. Also das ist super, du hörst, du schaust und nachher lässt du machen. Ja, also das ist so, da brauchst du für einen Stadtpräsident. Super, so muss man es machen. Rolf Pfeiffer, meine Damen und Herren. Gehen wir rüber zu Markus Meier. Du kümmerst dich eben im KOI mit dem Kompetenzzentrum Jugend. Ja, soll ich sagen, um all die Leute, die nicht wählen können, der Rolf, um die Jungen, was brennt denen so unter den Nägeln für Buchs? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Stadt Buchs vieles anbieten kann. Wir machen es ja nicht nur für die Stadt Buchs, sondern für die ganze Region Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen wahrgenommen werden, ihre Bedürfnisse erkannt werden und man die auch irgendwo kann umsetzen auf dem Weg mit der Stadt, mit der Politik. Bardo, was sind das für Bedürfnisse konkret? Kannst du doch ein bisschen konkreter werden? Ja, konkret, das sind relativ einfache Bedürfnisse. Es ist ein Ort vielfach, wo sie brauchen, ein Jugendtreff, wo wir in jeder Gemeinde haben, wo sie in- und rausgehen, wo sie ihre Bedürfnisse können, auch mit Fachpersonen teilen, wo sie sich daheim fühlen, wo sie Unterstützung bekommen und Beratung. Und Beratung, muss ich auch sagen, das ist in der Schule wichtig, mit der Schulsozialarbeit, wo Probleme können entgegengewirkt werden, bevor sie gross werden. Ihr habt auch einen Stand da an der Wiga zu Buchs. Kann man dort auch gehen, wenn man über 16 ist, oder nützt denn nichts? Ja, knapp. Das mal ist ganz klar unser Zielpublikum Erwachsene. Wir feiern 20 Jahre KOI und wir schauen zurück auf die Geschichte. Das ist sehr interessant und auch ein Einblick in den Arbeitsalltag, der ja vielen nicht möglich ist. Weil die Jugendtreffs, die sind schwierig mit über 18 zu besuchen und dort einen kleinen Einblick zu erhaschen, ist sicher wertvoll. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Markus Meier vom KOI und beim Rolf Pfeiffer. Ich glaube, er hat auch noch Zeit, wenn man mal vorbeischauen will. Dürfen wir dich auch mal besuchen im Büro oder so? Jederzeit, die Tür ist offen, überhaupt kein Problem. Er schaut und lässt zu. Grossen Applaus, Rolf Pfeiffer, Stadtpräsident von Buchs und Markus Meier vom KOI. Danke euch viel, viel mal. Einen kleinen Einblick geben in Buchs, in die Stadt, wie sie funktioniert, wie sie tickt, aber natürlich eben auch in die Region mit der Jugendarbeit. Und ja, kriegt man jetzt natürlich auch an der Wiga hier einen Einblick in die Region, aber auch in Buchs. Oder auch, wenn man sonst mal hier eine Runde durch Buchs drüllt, vielleicht mal um Seele laufen, hat man ein schönes Bild. Einfach die Enten nicht füttern, das wäre ein guter Punkt. So, irgendjemand hat mir mal gesagt, und ich zitiere nur, aber es passt irgendwie,
Eine Bank überfallen ist nicht so kriminell wie eine Bank gründen. Ja, ist im Moment einfach, um über die Bank herunterzulassen. Aber lassen wir jetzt mal so stehen. Fakt ist, Banken, Wirtschaft und Politik, die haben in den letzten Monaten mehr Schlagzeilen gemacht als Bankräub. Also mal das, was ich gelesen habe. Und aus diesen drei Bereichen haben wir jetzt Leute hier bei uns, die gerne jetzt auf die Bühne kommen und die wir dazu befragen wollen. Einmal der Karl Barrett von der St. Galler Kantonalbank hier zu Buchs. Dann der Michael Giger, Finanzchef von der Werdenberger Wirtschaftsorganisation. Und der Regierungsrat, der Marc Mechler. Herzlichen Applaus, bitte auf die Bühne. Gut, ja, fangen wir gerade bei der Bank an, bei der St. Galler Kantonalbank, Karl Barrett. Wie kriminell ist es, in einer Bank zu arbeiten? Ja, du hast ja nicht gesagt, wer der Bankräuber ist, oder? Das ist eben der Punkt, ja. Also gut, grosses Vertrauen jetzt an die Kantonalbank in dem Fall, das ist sehr gut. Nein, jetzt so grundsätzlich, eben das Vertrauen, es war schon besser in die Banken als jetzt aktuell. Kann auch das egal sein als Bank, weil mehr relevant ist? Nein, ich denke, das kann uns überhaupt nicht egal sein. Das ist auch ein Thema, das uns sehr beschäftigt, oder? Weil es hat eine Auswirkung letztlich auf das Image, auf die Reputation, jetzt nicht nur von einer einzelnen Bank, sondern für das ganze Finanzwesen, sage ich jetzt einmal. Und gerade wenn es darum geht, um junge Nachwuchskräfte wieder können zu motivieren für den Job als Bankangestellte, wird es auch zunehmend schwierig, wenn das Vertrauen nicht da ist und wenn das Image schlecht ist. Wie holt man das Vertrauen zurück? Wie macht man das? In meiner letzten Zeit ist das nicht wahnsinnig gut gegangen. Ja, ich glaube, da müssen wir uns Alltag bemühen und einfach auch zeigen, dass es anders auch geht und auch den Leuten irgendwo erklären, dass wir nicht immer alles dürfen, gleich Topf hineinschiessen, oder? Also, du würdest sagen, Kantonalbank nicht mit der CS und der UBS? Ja, so kann man es auch, formulieren, ja. Okay, gut. Gehen wir rüber. Michael Giger, Finanzchef von der Werdenberger Wirtschaftsorganisation. Eben die Gier ist ja der Banken oft so zum Verhängnis geworden, dass immer mehr, immer reicher, immer mehr Geld machen, immer Wachstum. Wie ist das aktuell in der heutigen Zeit mit dem Wachstum, gerade in der Wirtschaft? Muss man sich da mal ein bisschen überlegen, wie lange kann es noch so weitergehen? Grundsätzlich ist ein gesundes Wachstum gewünscht in der Wirtschaft. Das müssen wir haben. Und wir werden ja auch immer mehr Menschen auf dem Planeten und somit müssen wir ja auch mehr machen. Und mit den Ressourcen ist es halt so, dass die Klappe irgendwo begrenzt sind. Dort müssen wir halt einfach alle miteinander schauen, dass wir die möglichst gut können recyceln und wieder zurück in den Kreislauf führen. Und da ist die VfA ist das beste Beispiel, macht es vor und wenn sich jeder noch ein bisschen in der Nase nimmt, dann kommt auch gut. Also jetzt eben konkret hier auf die Region, wie funktioniert das bis jetzt schon? Hier in der Region, wie wir, ja, da haben wir sehr innovative Unternehmen, die darauf schauen, dass sie innovative Lösungen und gute Lösungen suchen, um die ganzen Sachen wieder zurückzuführen. Also alles gut. Ich glaube an den technologischen Fortschritt, dass wir das fertig bringen, um noch viel bessere Lösungen zu finden, als wir heute schon haben. Bis wann? So schnell wie möglich natürlich. Er bleibt diplomatisch und damit kommen wir zum Politiker in der Runde. Marc Mechler, Regierungsrat. Sie sind selber lange als Banker tätig gewesen, bei der UBS und der St. Galler Kantonalbank. Man kann also beides, offensichtlich. Sie sind jetzt an dem Verwaltungsrat bei der St. Galler Kantonalbank. Haben die Banken mehr Macht als früher, auch gegenüber der Politik? Also ich muss noch klarstellen, ich habe 20 Jahre bei der UBS geschafft und darf jetzt bei der Kantonalbank noch Verwaltungsrat sein. Ich habe dort nicht effektiv geschafft, sondern bin jetzt im strategischen Gremium. Ich glaube, Banken haben einfach eine Spezialfunktion, dadurch, dass sie eben Kredit können eigentlich geben können, aber auch im Zahlungsverkehr eine wichtige Rolle haben. Und mit dieser Bedeutung von dem Schmiermittel, aber das Schmiermittel im Sinne von Öl, wo man ins System in den Motor hineingibt, haben sie eine spezielle Stellung. Ob sie mit dem wenig mehr Macht haben, glaube ich nicht unbedingt, wenn man nämlich anschauen, seit der Finanzkrise ist eigentlich der Bankenplatz eher etwas geschrumpft und es gibt heute in der Schweiz grössere Branchen, wo ich glaube eigentlich mehr Macht haben. Aber heisst grundsätzlich, muss man sich überlegen, wie man mit der Bank umgeht in Zukunft und sagen sie, ja, lassen wir so weiterlaufen? Nein, ich glaube, Banken sind verpflichtet, dass sie transparent sind, dass sie darlegen, wie sie mit ihren Mitteln umgehen, insbesondere auch im Thema Nachhaltigkeit. Das ist für die Banken ein grosses Thema.
Und ich glaube, dort tut man sich auch sehr stark jetzt engagieren. Aber jedes Institut ist natürlich für sich gefordert. Und übrigens, wenn wir jetzt hier anschauen, auf natürlich den Niedergang von der CS, wo keiner gewünscht hat, aber es schließt in der Marktwirtschaft per se natürlich nicht aus, dass man durch Missmanagement auch unternehmerisch verliert. Und das ist in dem Fall eben passiert. Danke vielmals für den kurzen Einblick in den Finanzsektor, eben in die Politik, die ja zusammenhängt, und grundsätzlich in die Wirtschaft von der Region, aber auch global gesehen. So, ihr drei dürfen gerade auf der Bühne bleiben. Herr Mechler, ja, 5 Minuten haben wir noch, das ist gut. Und nachher bitten wir auch die anderen Gäste nochmal auf die Bühne. Genau, wir laden jetzt ein zu der grossen Schlussrunde. Und als erstes möchte ich aber noch die Meisterin von der heutigen Eröffnungsfeier auf die Bühne bitten. Die Organisatorin, die Claudia Ehrenzeller. Grossen Applaus. Grossen Applaus. Da hinten kommt sie. Und es dürfen sich auch alle anderen auf den Weg machen. Unter anderem die Band Falalenz, Lisa Kaufmann, der Joris Gstöhl, der Urs Brunner, der Urs Döring. Ihr dürft alle hier zu uns auf die Bühne kommen für das grosse Finale. Und wir eröffnen die Viga 2023. Auch bitte auf die Bühne. Corinne Benziger, Präsidentin vom Musikverein Buchs Räfis. Und dann aus der Geschäfts- und der Messeleitung von der Wiege, der Hardy Rotenberger, der Harry Müntener, der Schorsch Lüchinger und der Leone Ming. Bitte sehr auf die Bühne, ihr habt eine ganz besondere Aufgabe. Denn ganz besondere Aufgabe, ihr müsst ausnahmsweise mal etwas richtig Schwieriges machen, nämlich Konfettikanonen abschiessen. Genau, also bitte alle auf die Bühne. Und nachher einmal ein bisschen nachrutschen da. Ja, kommen wir nachher rüber. Genau, jawohl, habt ihr eure Kanonen schon geschnappt? Da sehe ich schon den ersten Herr mit Konfettikanone in der Hand. Wunderbar. So, wir kommen einer ziemlichen Punktlandung her. Es ist jetzt gerade 2. Nachher gibt es dann den Rundgang, wo Sie alle gerne dürfen auf den Rundgang gehen und das ganze Viga-Gelände anschauen. Natürlich möchten wir an dieser Stelle auch noch all den Leuten danken, die jetzt nicht auf dieser Bühne stehen, sondern die hinter den Kulissen schauen, dass Technik funktioniert, dass sie zu trinken haben, sie zu essen, die hier alles aufgebaut haben, die in der letzten Stunde und gestern Abend noch gebügelt haben, wie blöd, dass heute eben alles funktioniert und da steht. Einen grossen Applaus einmal für all die stillen Helferinnen und Helfer, die das überhaupt möglich machen. Die Viga 2023. Die Herren sind instruiert, was Konfettikanonen anbelangt. Also lieber ein bisschen aufwärts heben und nicht direkt jemandem ins Gesicht schiessen. Das wäre gut. Und wir brauchen jetzt Sie, liebes Publikum, auch noch mal ganz fest, weil es gibt jetzt einen wunderbaren Countdown, den wir abzählen. Und dann ist die Viga 2023 offiziell eröffnet. Sind ihr alle parat? Ja. Ja! Jawohl! Also, wir fangen an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und damit ist die Viga 2023, 40. Jubiläumsviga, offiziell eröffnet. Danke vielmals für den Besuch. Viel Spass auf dem Rundgang und geniessen Sie den Tag. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie noch ein bisschen da, hören Sie noch ein bisschen zu, wie der Musikverein Buchs Räfis letzte Lieder spielt. Und dann ganz viel Spass an der Viga. Adieu miteinander. Schönen Tag, danke vielmals. Nochmal die Musik.